Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zur weiteren Ausgabe von Grillen für Kinder der Region. Heute sind wir zu Gast am Internationalen Kindertag hier in der Welzheberstraße beim Jugendclub Young Generation. Zahlreiche Kinder sind schon da, einige Eindrücke möchten wir Ihnen natürlich auch heute vermitteln. Noch 2 Stunden sind wir hier vor Ort, haben natürlich wieder unsere Grills mitgebracht, Buletten, Würstchen und vielerlei mehr. Also wir machen heute hier die Versorgung für die Kinder am Kindertag. Eine schöne Sache, eine schöne Organisation natürlich auch hier durch den Young Generation. Jetzt erst einmal ein paar Eindrücke und nochmal herzlich willkommen zu unserer Ausgabe Grillen für Kinder der Region. Mein Name ist Andrea Sommer. Ich bin Mitarbeiterin hier im Jugendclub Young Generation des Rückenwind e.V. in Schönebeck. Ja, und bereichere das Team hier ein bisschen, ne? Heute ist unser traditionelles Kinderfest anlässlich des Kindertages. Wir finden natürlich, jeden Tag sind Kinder was Besonderes und wir hoffen eigentlich zumindest, dass wir auch jeden Tag den Kindern das hier spüren lassen. Aber mit diesem Fest, was Tradition mittlerweile hat, möchte man natürlich immer noch mal so eine Besonderheit bekannt machen und natürlich auch die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, wie auch immer, die Angehörigen eben auch dazu einladen, einfach mal einen tollen Tag mit uns gemeinsam zu verbringen, nette Gespräche stattfinden zu lassen, zu denen man vielleicht sonst im Alltag nicht so unbedingt kommt. Ja, neben der Aktion der Elbe Medienproduktion Grillen für Kinder der Region haben wir natürlich auch ganz viel selbst versucht auf die Beine zu stellen. Angefangen vom Zuckerwattestand bis hin zum Getränkestand, natürlich Kalt- und Heißgetränke, Kuchenstand, eine Hüpfburg natürlich, ganz verschiedene XXL-Spiele, aber auch Aktionsspiele haben wir. Das Kinderschminken, was immer sehr beliebt ist. Wir haben einen Malstand anlässlich des Malwettbewerbes, wo morgen der Abgabetermin ist, zur Vorbereitung auf das Fest der Begegnung, was hier im August stattfinden wird im Sozialraum Straße der Jugend. Also ich heiße Aaron, ich komme aus Albanien, bin 12 Jahre alt, also mir gefällt es hier, es gibt es hier Spielen, am meisten hat mir gefällt die Hüpfburg, es gibt es hier Essen. Ich heiße Alenzo und bin 11 Jahre alt, komme auch aus Albanien und mir hat es gefallen. Also beim Feuerwehr war und bin da ein bisschen nass gespritzt. Also wir haben in der Schule auch schon gefeiert und hier war ich am meisten auf der Hüpfeburg und habe am meisten Zuckerwatte gegessen. Wir haben die Feuerwehr Felgelehm als Kooperationspartner mit dabei, die den Kindern natürlich die Feuerwehr an sich erstmal näher bringen möchte, aber auch Wasserspiele anbietet, auch kleine kurze Rundfahrten anbietet mit den Kindern. Wir haben die Regionalbereichsbeamtin Petra Peters von der Polizei hier, wo die Kinder erstens die Scheu natürlich gegenüber der Polizei ein bisschen abbauen sollen, wobei unsere Kinder da eigentlich sowieso nicht so die Probleme haben, weil unsere Regionalbereichsbeamten uns regelmäßig besuchen. Sie können da aber eben auch Fingerabdrücke machen lassen. Sie haben da ein paar Hefte, wo sie sich ein bisschen künstlerisch betätigen können und können eben einfach auch mal im Polizeiauto sitzen, was schon was ganz Besonderes ist für die Kinder. Ja.
Ich war im Polizeiauto, im Feuerwehr, mit der Feuerwehr bin ich rumgefahren. Ja, und ganz oft gesprungen. Also ich war im Polizeiauto, ich war mit einer Feuerwehr gefahren, ich war im Feuerwehrauto, dann habe ich das Wasser angemacht, da bin ich gehüpft. Also wir haben hier die Kübelspritze und damit können dann die Kinder, einer kann pumpen, einer kann halt das Strahlrohr halten und ja, halt mit Wasser ein bisschen hier rumspielen und Spaß haben. Dann haben wir unsere zwei Fahrzeuge noch hier. Das ist ein Löschgruppenfahrzeug und das ist ein Gerätewagen. Und bei dem Löschgruppenfahrzeug kann man halt sich reinsetzen und gucken, was es so gibt bei Feuerwehr. Ja. Ich bin Dave Müller und bin halt 8 Jahre alt und am 5 hat mir gefallen die Hüpfeburg und das Essen. Ich bin Leon Lukas Strelling, ich komme aus Schöneberg, ich bin 10 Jahre alt. Also mir gefällt es die Hüpfeburg, der Kuchenstand, Trinkenstand und der Grillstand und die Vollbahn, die Bonsai. Ja, also wir haben hier unsere Malstraße mit Malwettbewerb für die Kinder. Wer ist das hier? Warte mal kurz. Wir haben einen Wettbewerb uns ausgedacht, wo wir einen Hauptpreis haben für die Kinder. Das schönste Bild zum Thema Begegnung Freundschaft ist eine Geocaching-Tour mit, also Schatzsuche durch Schönebeck mit 10 Freunden, Familienmitgliedern. Das Bild wird ausgestellt als Poster in, ich denke mal, im Rathaus hier bei uns. Und Freundschaft, Begegnung. Ganz wichtig heutzutage, oder? Und wir haben jetzt schon ein paar schöne. Mal gucken, was kommt. Freuen wir uns. Also ich finde, dass es hier eine sehr coole Kinderparty ist, finde ich. Dass man hier auch mit der Feuerwehr mitfahren darf, bin ich auch schon. Man darf ja auch in der Feuerwehr drin sitzen und im Polizeiauto. Ist ja auch schon cool. Man kriegt hier Zuckerwatte und alles. Ist ganz lecker. Und Buletten. Und auch Kuchen und Trinken. Ja, sehr geehrte Zuschauer, das war unser Besuch heute hier beim Internationalen Kindertag im Jugendclub Young Generation der Welsfieberstraße mit unserer Aktion Grillen für Kinder der Region. Auch wir kommen gerne zu Ihnen zu einer Grillparty. Das heißt, wir bringen unsere Grills mit Buletten, Würstchen und machen dann 2 Stunden Grillparty bei Ihnen bzw. bei euch. Ob in der Grundschule, im Kindergarten, im Jugendclub oder wo auch immer. Ihr könnt euch bewerben einfach unter elbekanal.de. Dort gibt es das Anmeldeformular. Alles Weitere dann dementsprechend dort aufgeführt oder ihr ruft uns einfach an. Ich bedanke mich an dieser Stelle für alle, die heute hier beim Young Generation unser Gast waren. Wir hoffen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, entweder im Elbe-Kanal oder bei unserer Aktion Grillen für Kinder der Region. Vielen, vielen Dank, allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, ihr Christian Kolbe.